Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Obrigado por sintonizar a conexión da fe. Herzlich willkommen zu glaubensverbindung, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Ich bin der Patrick Jabu, Missionar aus der Freibaptisten Gemeinde in Niederau. Ich Freue mich, dass du mit uns uh, in dieser Stunde dabei bist. Und heute wollen wir uh, über Jesus Christus reden. Wer ist Jesus Christus? Jesus hat vor 2000 Jahre diese Frage seinen Jünger gestellt, für wen halten mich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Markus Kapitel 8, Vers 27. Markus Kapitel 8, Vers 27. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in den Dörfern bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seinen Jüngern, und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Und äh, die Frage ist auch äh, an dich gestellt und an mich: Für wen fragen mich die Leute, wer ist Jesus Christus? Wer ist dieser Mann, der für 33 Jahre äh, in, Je in Jerusalem, äh, in Israel gelebt hat und die Welt so veränderte? Und da wollen wir uns äh, die, die Schriftaussagen über, über die Person Jesus Christus anschauen. Lass uns erstmal beten und dann. Schauen wir uns dieses wunderbare Thema über die Person von Jesus Christi. Vater, danke für diese Stunde, danke für die Zeit. Ich bitte, dass du unsere Augen aufmachst. Hilf uns zu sehen, wer Christus ist. Hilf uns das zu erkennen. Im Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. Wer ist Jesus Christus? Die Frage von Jesus ist, für wen halten mich die Leute? So gut vor 2000 Jahren ging ein mittelalterlicher äh, äh, Mann auf die Staubigen Straße von Israels. Sein öffentlicher Dienst äh, dauerte nur dreieinhalb Jahre. doch in dieser kurzen Zeit veränderte er den Verlauf der Geschichte so, dass er die Referenz des Kalenders wurde. Und heute, wenn wir die Zeit rechnen oder äh, Datum angeben, Uh, fast die ganze Welt referenziert sich auf Jesus Christus. Wie kein anderer Mensch hat er die diese Welt bewegt. Wer ist Jesus Christus? Christus ist ein lateinisches Wort oder, oder zumindest die lateinische Form des griechischen Christus auf griechisch. Uh, die lateinisierte Form vom altgriechischen Alt Christus. Und es heißt der Gesalbte oder für die Juden der Gesandte, der Messias. Es ist das gleiche Wort, die gleiche Bedeutung. Christus heißt der Messias. Das ist auch so ein Titel. Sein Name heißt Jesus Christus. Jesus ist der Name und Christus der Titel. Er ist der Messias, er ist der Gesalbte, er ist der Gesandte. Aber wen ist er? Genau, denn die Juden haben ihn gekreuzigt. Die Juden haben ihn gekreuzigt. Die Bibel sagt, das Licht kam in die Welt und die Welt erkannte ihn nicht. Er wurde gekreuzigt, denn sie haben nicht erkannt, wen er war. Für wen halten mich die Leute, ist die Frage von Jesus Christus an seine Jünger. ist die Frage an dich. Für wen halten mich die Leute? Für wen hält in die Schrift? Wer ist Jesus Christus? Erstmal, er ist der Schöpfer aller Dinge. Der Schöpfer aller Dinge. Aus Johannes Kapitel 1, Vers 1. Die Schrift sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und die Schrift geht weiter und, und sagt, dass alles ist durch dasselbe entstanden. Und durch dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus ist der Schöpfer des Universums. In 1. Mose lesen wir, dass am Anfang schuf Gott Himmel, und Erde, dass Gott durch sein Wort diese wunderbare und erstaunliche Welt erschaffen hat. Aber wir lesen auch in Mose 1. Mose 1,26, wo Gott sagt: Lass uns den Menschen machen nach unserem Bilde. Lass uns den Menschen machen. Gott spricht mit sich selbst und sagt: Lass uns. Warum gebraucht Gott das Wort uns, wenn er nur ein Gott? Ist. Es gibt nur einen Gott. Nun. Uh, wir sind auch Menschen, da gibt es nur einen Mensch. Ja? Ich bin eine Person, aber wenn der Mensch stirbt, sein Körper wird getrennt von also seiner Seele. Uh, wenn, wenn, wenn der Körper ist, ist diese Person, aber die Seele ist auch die Person. Aber da kommt der Zeit, wo der Körper von der Seele getrennt ist. Das heißt, die gleiche Person wenn nun an zwei verschiedenen Orten. Der Körper, der Leib ist hier auf Erde und die Seele und der Geist sind in die Ewigkeit. Die gleiche Person, aber doch. Äh, äh, unterschiedliche Teile der Person, sie auch getrennt werden können. Und so sagt uns die Bibel, dass der Mensch erschaffen wurde nach dem Bilde Gottes. Gott hat uns Leib, Seele und Körper erschaffen. So hat er den Mensch erschaffen. So hat er uns erschaffen nach seinem Bilde. Er sagt, lass uns den Mensch machen, Mose nach unserem Bilde. Äh, das war der Vater, der Geist und der Heiligen Geist. Erste Johannes Brief sagt uns, da der Vater und der Geist und das Wort Jesus Christus, sie sind eins. Das ist eine Person, ein Gott in drei Personen, drei Teile könnte man sagen. Es ist aber ein Gott. Und so Jesus ist am Anfang bei der Schöpfung dabei. Und es ist, äh, es ist sehr wichtig, dass, wir, dass Sie sehen, dass dieser Jesus, der auf die Erde, gelau, der auf die Erde gelaufen ist, dieser Jesus, äh, den angekündigt wurde in die Schrift ist nichts anderes als der Schöpfer. Er hat die Welt erschaffen. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist Gott im Fleisch. Wir lesen hier die Schrift aus Epheser Kapitel 21, dass Jesus allgegenwärtig ist. Er ist allgegenwärtig. Das ist eine Eigenschaft Gottes, uh, dass Gott ist der Schöpfer. Jesus wird deutlich als der Schöpfer anerkannt in der Bibel. Aber Gott ist allgegenwärtig. Das heißt, er ist überall. In der gleichen Zeit. Er ist gerade mit uns hier im Raum, aber er ist auch zu Hause bei meiner Frau. Er ist äh, in Afrika, er ist in Amerika, er ist in Europa. Also auf die gleiche Zeit. Äh, Gott ist nicht wie uns. Wir können uns nur an einem Ort, an einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten. Aber Gott kann im gleichen Zeitpunkt überall sein. Der Psalmist sagt im Psalm 139, wo kann ich mich verbergen von einem Gesicht? Wenn ich in den Himmel gehe, da bist du da. Wenn ich in die Hölle gehe, deine Augen sehen mich. Wir können uns von Gott, der Mensch kann sich von Gott nicht verstecken, weil er überall ist. Und die Schrift lädt uns deutlich, dass Jesus, Christus, Jesus ist allgegenwärtig. Er ist überall auf die gleiche Zeit. Und das kann nur Gott sein. Epheser Kapitel 1, Vers 20. Sie hatte wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihm aus der Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Und er hat alle seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also sagt die Schrift. Dass äh, die Gnade, die, Gott, die uns Gott gegeben hat, ist wirksam durch Jesus Christus. Dass Gott ihn auf seinem Toten auferweckt hat und ihn zur Rechten seit er in den himmlischen Regionen gesetzt An Und diese Stelle sagt uns, dass Gott hat, hat alles seine Füße unter, untertan und dass Jesus das Leib der Gemeinde ist. Und dass Jesus die Führer dessen ist, der alles in allem erfüllt. Das Jesus Christus ist überall. Er ist, er ist, er ist überall die gleiche Zeit. Was Gott uns hier sagt, ist, dass Jesus Gott ist. Er ist, der, er ist Jesus ist nichts anderes als Gott selber. Der Fleisch gewordene Gott. Gott ist Mensch geworden. Also, was wir von Jesus reden, wir reden nicht nur von einem Menschen, sondern wir reden von viel mehr als einem Menschen. Der allgegenwärtige Gott, der überall ist. Also, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Jesus ist allgegenwärtig. Die Schrift sagt uns auch, dass Jesus allmächtig ist. Er kann alles tun. Er, er, nichts ist ihm unmöglich. Und sein Leben und das Zeugnis seines Lebens ist der Beweis, dass er, dass, er, dass er eigentlich, und auch wie es ähm, die, 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 die Ansprache ist, die Behauptung ist, Jesus ist allmächtig. Er kann alles tun. Es ist ihm nichts unmöglich Lukas Kapitel 8 Vers 24 Lukas Kapitel 8 Vers 24 Da traten sie hinzu äh, und weckten ihn das sind die Jünger Jesus ist im Boot und äh, er, er geht von von einer eine Seite des Landes auf die andere Seite und die sind jetzt äh, auf dem See auf dem Fluss und äh, und dann da kommt ein Sturm und der Sturm ist so heftig das, das Buch wackelt und Wasser kommt in das Buch. Und die Jünger äh, fürchten sich. Die denken, wir werden sterben. Gott helf uns, wir, wir sterben. Und, und die, die glauben, die werden jetzt sterben. Und die Bibel sagt, da traten sie, die Jünger, hinzu. Und die weckten ihn auf, Jesus schläft, während sie im Lebensgefahr sind. Und die denken, die werden sterben. Sie sagen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind, und dem, und dem Wasser wogen. Und sie legten sich, und es wurde still. So Jesus sprach äh, zu den zu dem Wasser, Wasserwellen: Er sprach zu dem Wind, und er befahl dem Wind, sich zu stillen. Und dem Wind, der Wind gehorchte. Die Natur gehorcht seiner Stimme äh, zu, den, zu den Kranken. Er hat gesagt, sei geheilt. Dein Glaube hat dich gesund gemacht und die wurden sofort auf der Stelle gesund. Er hat Blinden wiedersehen gemacht. Er hat Gelähmte wieder zum Laufen gebracht. Er hat Besessene befreit von, von bösen Geistern, von, von Geistern, dämonischen Geistern. Er hat Kranken geheilt. Er hat Menschen gerettet. Jesus ist allmächtig. Es ist nichts unmöglich. Die Natur sogar gehorcht seiner Stimme. Und die Jünger, als sie das sahen, was Jesus tat, als sie beobachteten, wie Jesus das Meer still, stillte, dann wurden sie verängstigt und die kamen und sie legten nieder an seine, zu seinen Füßen. Und dann sagten sie so eine wunderbare, die stellten eine wunderbare Frage, eine rhetorische Frage. Und die sagten, was für ein Mensch, was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Und das ist eine richtig, richtige Frage, was für ein Mensch, ist er? er ist kein Mensch. Das ist Gott selber, Gott ist frei. das ist kein normaler Mensch. Es ist Gott, der Mensch gewordene Gott. Jesus ist also, er ist der Schöpfer. Jesus ist allgegenwärtig, er ist überall, auf der gleichen Zeit, er ist Gott. Jesus ist allmächtig, es ist, nichts, es ist ihm nichts unmöglich. Und seine Wunder, die er durchgeführt hat, die er vorgeführt hat während seines Lebens, sie bezeugen, dass er allmächtig ist. Es gab keine Krankheit, die er nicht heilen konnte. Es gab keine Toten, die er nicht auferwecken konnte. Die Geschichte geht so von einem Prediger. Vor vielen Jahren. Der das erste Mal äh, eine Beerdigung predigen sollte. Und er war, er, war, äh, er war ein bisschen durcheinander. Der wusste nicht genau, äh, was er predigen sollte. Und äh, die ganze Nacht hatte er sich Gedanken gemacht. Der, der, war, äh, der war durcheinander. Das war, der war nervös. So etwas hat er noch nicht gemacht. Ich wusste, was soll ich denn predigen? Er hat sich dann äh, die, die, in der Nacht dann die Bibel angeschaut und gesagt: Okay, ich werde mich anschauen. Äh, ich werde das Beispiel Jesus vorgeschauen. Wie er, wie er zu Beerdigungen gepredigt hat. Ich werde mich mal die Bibel studieren und schauen, was Jesus bei Beerdigungen getan hat. Dann kann ich mal das Gleiche machen. Äh, dann, dann nehme ich ihn als Vorbild. Und äh, das, das wird der das gute Weg. Das ist der beste Weg. Und so studierte er die Schrift und er ging von einer Stelle auf die andere und schaute sich an, überall, wo Jesus in der Gegenwart von, von Toten, von Leichen waren. Und, und zu seiner Erstaunlichkeit, er er wurde erstaunt, dann er stellte er fest, dass Jesus hatte keine Beerdigung gepredigt Jesus predigte nie an einer Beerdigung, er hat Toten auferstehen lassen. Jedes Mal, wenn er in die Gegenwart eines toten Menschen war, dann ist der Tod auferstanden. Sogar als er begraben wurde, am dritten Tag, kam er aus dem Grab und die Toten standen wieder. Die Toten sie wurden auf, sind aufgestanden mit Jesus Christus. Der Tod hat keine Macht vor ihm. Er kann Toten auferstehen. Er ist der allmächtige Gott. Wer ist Jesus? Jesus ist ewig. Jesus ist ewig, wie Gott selbst. Aus Misha Kapitel 5. Misha Kapitel 5, Vers 1. Der Schiff sagt: und Du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Haupt, Orten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher, über, der Herrscher über Israel werden soll dessen hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. So die Schrift lehrt uns, das ist eine Prophezeiung über das Kommen Jesus Christus. 100 Jahrhunderte bevor er geboren wird, Gott hat Verkündigt in der Schrift durch verschiedene Propheten, hier aus also der Prophet Micha, Mika, dass der Messias kommt. Und äh, schauen wir schau mal, was Jesus, was Gott sagt über diesen Messias. Jesus, der kommen wird. Er sagt: Aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher, der Herrscher über Israel werden soll, dessen hervorgehen von Anfang der Tagen, der Ewigkeit Herr gewesen ist. Als also Gott seinen Sohn uh, ankündigt, uh, Gott sagt, dieses dieser, dieser Kind, dieser Herrscher, der kommen wird, uh, der Messias, der Gesalbte, der Christus, der sein Anfang ist von der Ewigkeit. Er hat keinen Anfang. Er, er ist immer gewesen. Und Jesus selber sagte zu den Juden, bevor Abraham ist, wurde ich bin. Bevor Abraham ist, ich bin. Bin. Ich habe keinen Anfang, ich habe keine Ende, ich war immer da. Also siehst du, Jesus wurde nicht erzeugt im Mutterleib Maria. Jesus wurde nicht, kam nicht am Leben im Mutterleib seiner Mutter. Er hat existiert, bevor er Mensch wurde. Er ist hineingeboren, der Heilige Gott, in der menschlichen Reise, damit er wie uns wird, damit er stellvertretend für uns zum Kreuz gehen konnte. Damit er als Mensch für Menschen sein Leben zu Opfer gibt. Er ist immer gewesen, denn er ist Gott. Jesus sagte zu den Juden: Niemand kann mein Leben nehmen, sondern ich lege mein Leben hin, dass ich wieder es nehmen kann. Er legte sein Leben, als er am Kreuz starb, und drei Tage nach seinem Tod nahm er seinen Geist wieder zu sich. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Er ist der Allmächtige. Gott, er ist das Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist wie Licht. Es, gab keine, es kann keine Dunkelheit, Dunkelheit kann das Licht nicht vertreiben. So kann Tod Jesus Christus nicht töten. Er kann nicht sterben. Er hatte sein Leben selber hingegeben, damit er sich wieder mitnehmen kann. Er hat es sich für uns hingegeben, für Sünder, als Opfer, damit wir unsere Sünde uns vergeben werden können so Jesus ist also er ist, er ist ewig er ist von Anfang her vor der Ewigkeit er hat immer gelebt er hat keinen Anfang hat auch kein Ende Jesus ist der Schöpfer aller Dinge Jesus ist allgegenwärtig er ist allmächtig er ist der ewige Gott er hat keinen Anfang er ist immer gewesen er ist aber auch sündenlos. Er hat keine Sünden. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21. Da schreibt der Apostel Petrus, denn dazu seid ihr berufen, weil, weil auch Christus für uns gelitten hat. Er hat keine Sünde getan, Vers 22. 1. Petrus 2. Er hat keine Sünde getan. Er ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Auch, siehst du, liebe Zuhörer, auch kleine Kinder haben gesündigt. Fünf, fünf Jahre alt, sechs Jahre alt. Sie, 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 sie machen Dinge, die wissen, dass was sie tun sie nicht in Ordnung ist. Ich erinnere mich, ich habe vor vielen Jahren Besuch, Besuch bekommen von einer Freundin von uns und sie hatte eine kleines, kleine Tochter. To 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 to. und, und ihr wurde gesagt, okay, du darfst Du darfst nicht im Wohnzimmer gehen und, und, und Dinge an der anfassen, Dekoration, Fernsehen, was auch immer. Und äh, die war so ungefähr drei Jahre alt, vielleicht sogar vier. Und die ging da im Wohnzimmer und die hat, die hat sich äh, in die Richtung, in, sie ist in die Richtung gegangen, wo die ganze Dekoration war. Und sie wollte das Fernsehen anfassen. Und äh, ich habe sie angeschaut und ich habe links und rechts geguckt und äh, ge, 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 beobachtet, ob, ob keine auf sie schaut und sie hat die Hände ausgestreckt und ich habe ich hab getan, als würde ich nicht sehen und sie ist langsam an am Fernseher reingegangen und sie wollte das anfassen und hat immer geschaut und wollte sicherstellen, dass keiner sie beobachtet. Warum? Weil du weißt schon, sie die hatte schon Sünde. Sie wusste, äh, das ist nicht richtig, was ich tue, aber war, sie hatte einen Drang, innerlich das zu tun, was sie nicht tun sollten. Wir sind alle Sünder. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt, er Mangel der Herrlichkeit, aber es gibt einen, der keine Sünde hat. Und darum konnte er, konnte er der Retter der Menschen sein, der Erlöser sein. Das ist Jesus. Jesus hat keine Sünde. Denn hätte er Sünde, konnte er nicht sein Leben opfern für die Sünde der anderen Menschen. Da wird er selber schuldig und musste für seine eigene Sünde sterben. Aber er hat keine Sünde. Und darum sagt, schreibt der Apostel Petrus, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem mund gefunden worden jesus stand vor, vor pilatus er sollte gerichtet werden und dreimal sagte pilatus sagte, ich, habe, ich, ich habe ich finde keine sünde an ihm er hat keine schuld er ist rein ich kann gar nichts finden es gibt keine schuld an ihm er ist, er ist sündenlos der einzige der keine sünde hat und hier unterscheidet sich auch Jesus von Mohammed. Denn Mohammed war ein Mensch, er ist ein Sünder. Und Mohammed braucht Vergebung für seine Sünde. Hier unterscheidet sich Jesus auch von Buddha. Und, und, und du kannst irgendwelche religiösen Führer nehmen. Und keiner hat behauptet, ohne Sünde zu sein. Das konnte er auch nicht. Denn die, die Leute, seine, seine Landsleute, die Leute, die, die Freunde konnten so sehen, der ist ein Sünder, der konnte nicht behaupten, die konnten nicht behaupten, wir sind keine Sünder. Keiner kann das behaupten, weil jeder der das behauptet, kann der von jemand, der ihn besser kennt, kann bezeugen, er, er hat einmal gelogen. Die Mutter kann sagen, er hat einmal gestohlen. Das, das kann er nicht verleugnen, dass er kein Sünder ist. Darum hat kein Mensch das je behauptet, nur einer, Jesus. Er hat gesagt, ich bin kein Sünder, ich habe keine... Sünde, ich bin heilig und keiner konnte irgendetwas wenden, auch nicht seine Mutter, was er je falsch getan hat. Er hatte keine Sünde getan und ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. So Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Jesus ist gegenwärtig, Jesus ist allmächtig, Jesus ist ewig, Jesus ist sündenlos und nun Jesus wurde angebetet wie Gott allein angebetet werden soll. In Matthäus Kapitel 4, Vers 10, das, sagt uns, das ist ein Zitat von Jesus aus dem Alten Testament, Matthäus Kapitel 4, Vers 10. Da, da sprach Jesus während seiner Versuchung, durch Satan hat Jesus versucht. er sprach Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Du sollst Gott allein Denen. Niemand darf angebeten sein als Gott allein. Das ist das Gebot Gottes. Und das ist Jesus, Jesus ist derjenige, der das zitiert, dass Gott allein angebetet werden soll. Er zitiert aus dem Gesetz, das Alte Testament. Und in Matthäus Kapitel 28 Vers 9 da gibt es eine interessante Begebenheit. Und als sie gingen um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, das ist aus nach der Auferstehung Jesu Christi. Siehe, da begegnete ihnen Jesus. Und frei seid gegrüßt. Das ist der Auferstandene Jesus. Der ist auferstanden aus den Toten. Sie aber traten herzu, die Frauen, und umfassten seine Füßen und beteten ihn an. Wie konnte Jesus zulassen, dass man ihn anbeten? Jesus, wie kannst du zulassen, dass diese Frauen, dich anbeten, wenn du selber gesagt hast, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihn allein dienen. Bist du ein Lügner? Bist du ein Betrüger? Erzählst du und erwartest du von anderen, was du von dir selbst nicht erwartet? Du hast doch gesagt, man soll Gott allein anbeten. Warum lässt du zu, dass man dich anbetet? Nun, weil ich Gott bin. <laughs> weil ich Gott bin. Und, und deswegen dürfen Leute mich anbeten. Und überall durch sein Leben, Menschen, durch sein irdischen Leben, Menschen haben Jesus angebetet. Immer wieder. Und er hat ihn nie verwiesen, er hat sie nicht zurechtgewiesen. Er hat diese Anbetung angenommen, weil er Gott ist. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Jesus ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist ewig, er ist sündenlos und er kann. Sünde, er wurde angebetet. Und letztlich Jesus er kann allein Sünde vergeben. Er kann das tun, was Gott allein tun kann, die Sünde zu vergeben. Markus Kapitel 2, Vers 5. Markus Kapitel 2, Vers 5. Als aber Jesus er den Glauben sah, sprach er zu dem gelähmten Sohn: Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nach dieser Begebenheit, die Pharisäen standen da und sie sagen, wie, wie, wie kann es sich, das ist Gottes Lästerung. Wer kann Sünde vergeben als Gott allein? Sie hatten recht. Niemand kann Sünde vergeben als Gott allein. Aber doch Jesus, weil er ist nicht nur Mensch, er ist Gott im Fleisch. Er hat diese Macht, Sünden zu vergeben. Aber jeder kann sagen, deine Sünde sind vergeben. Das vergeben nicht die Sünde vor Gott gott allein kann die sünde vergeben. wenn ich gegen jemanden äh, sündige, wenn ich zum beispiel jemanden beleidige, äh, ich kann nicht zu meinem freund gehen und sagen: äh, vergib mir, das, das spielt nicht, das, das, das spielt keine rolle. Äh, ich muss zu der person gehen, äh, gegen wem ich gesündigt habe. nur die person, äh, gegen wem man gesündigt hat, kann die sünde vergeben. Ich kann sagen, ich vergebe dich, gebe dir und dann hat es auch eine Bedeutung. Aber wenn ich kann nicht zu irgendeiner Person gehen und sagen, oh, vergib vergi, mir nicht. Ich muss zu der Person gehen, gegen die ich gesündigt habe. Und Jesus äh, nimmt hier diesen Anspruch und, und er sagt, ich kann Sünde vergeben. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir, wer Jesus ist. Warum ist es wichtig? Denn wenn Jesus kein Gott ist, dann ist er ein Sünder. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist er Sünder. Dann, dann ist er aus seinem Vater geboren, wie, wie alle anderen Menschen, wie ich, wie, wie, die, wie dich, jeder Zuschauer, wie jeder einzelne Mensch, den du je gesehen hast, der hat einen Vater, der hat einen irdischen Vater. Und die Bibel sagt, dass du einen Menschen, die Sünde gekommen ist, in die Welt. Und die Sünde zu allen zu all Menschen hindurch gedrungen ist. Du und ich, wir sind Sünder geboren, weil wir sind aus einem unreines Blut geboren. Jesus aber hat keinen irdischen Vater. Er ist von Gott, von Himmel gekommen. Er, ist, er wurde gebildet in Laub seines Mutters. Er ist Fleisch geworden, damit er auf dieser Erde leben kann, ein gerechtes Leben führen kann. Darum konnte er ohne Sünde sein, denn Gott allein hat keine Sünde. Und weil er keine Sünde hat, konnte er zum Kreuz gehen und sein Leben offen für die Sünde der Menschen. Er ist auferstanden zu, zu, vom Toten. Und jetzt bietet er ewigen Leben zu allen, die an ihn glauben. Ich lade dich an, öffne dein Herz und glaube an diesem Jesus, der für deine Sünde gestorben ist. Herzlich willkommen zu Glaubensverbindungen, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen.